Ja, wir haben uns mit dem Veranstalter des Donauinselfests, mit Thomas Waldner, unterhalten und da vor allem um die Sicherheitskonzepte, was natürlich bei so großen Veranstaltungen, wo Hunderttausende täglich kommen, eine sehr wichtige Angelegenheit ist. Einerseits natürlich die Hitze. Die Hitzewelle, das ist jedes Jahr am Donauinselfest eine unangenehme Angelegenheit, wo immer wieder Leute umfallen. Also sollte man mal sehr gut darauf achten, sich anzuziehen. Es gibt auch Wasserentnahmestellen und dergleichen im Schatten. Das zweite ist ein mögliches Gewitter und das könnte tatsächlich kommen. Wir haben vor wenigen Minuten hier unglaublich starken Regen erlebt. Damit rechnet man sogar, dass es Gewitter gibt. Vielleicht muss dann auch geräumt werden. Dazu hat man die Möglichkeit erstellt, dass man zentral alle LED-Bildschirme ansteuern kann, dass man warnen kann, denn das ist besonders wichtig, eine Warnung, dass auch alle ruhig und geordnet das Gelände dann verlassen, oder es gibt auch Notfallschallanlagen überall verteilt auf dem Donauinselfest. Aber das Wichtigste ist vermutlich das Sicherheitskonzept in Hinsicht auf mögliche Terroranschläge. Natürlich sagt man das jetzt nicht so direkt, denn man möchte ja auch niemanden verängstigen. Und auch ich, mir liegt das auch schon lange am Herzen, das zu sagen. Ich finde, es sollte wirklich niemand aus Angst vor einem Terroranschlag zu Hause bleiben, sich die Freude entgehen lassen. Denn damit hätten die Terroristen ja quasi ihr Ziel erreicht. Und es ist auch wirklich sehr unwahrscheinlich, dass wirklich einem selbst was passiert. Ja, die Gefahr ist immer gegeben, aber man kann auch immer von einem Auto überfahren werden, und ich habe gehört, dass das sehr unwahrscheinlich ist. Das ist ungefähr so wahrscheinlich, dass man bei einem Terroranschlag getroffen wird, wie vom Blitz getroffen zu werden. Aber es ist natürlich nie unmöglich, und deshalb ist es auch gut, dass es Sicherheitskonzepte hier am Donauinselfest gibt, die man macht. Zum Beispiel ist es ab heuer verboten, Rucksäcke mitzunehmen. Man darf auch keine großen Taschen mitnehmen. Das sollte man unbedingt beachten, denn sonst kriegt man ganz große Probleme. Auch Regenschirme sind verboten, denn da könnte man ja auch Langwaffen oder Messer verstecken. Das ist etwas unangenehm, also vielleicht eine Regenhaut mitnehmen. Glasflaschen gehen sowieso nicht. Überhaupt Getränke darf man nur 0,5 Liter Wasser mitnehmen. Waffen sind logischerweise verboten. Das sage ich nur deshalb extra dazu, weil manche einen Leatherman haben oder ein Taschenmesser. Das darf man nicht mitnehmen. Uns wurde auch gesagt, dass Drogen verboten sind. Das ist eigentlich sowieso auch klar, da wird vielleicht auch noch ein genaues Augenmerk von der Polizei drauf gelegt werden. Und ganz wichtig, ganz aktuell, die Zufahrten werden strenger kontrolliert, denn es ist ja derzeit ein Trend bei Terroranschlägen, dass manche ein Auto nehmen und damit in die Menschenmenge fahren. Das wäre natürlich für einen Terroristen möglicherweise sehr attraktiv, das hier zu machen. Deswegen werden die Zufahrten sehr streng kontrolliert. Wir sind gerade mit dem Taxi gekommen und die haben sofort gesagt, stopp, 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 sie kommen keinen Meter weiter. Also da wird sehr gut darauf geachtet. Autos kommen nur hinein, wenn sie akkreditiert sind, also angemeldet sind. Da wird sehr gut darauf geachtet. Aber prinzipiell sollte man sich meiner Meinung nach von solchen Gedanken nicht die Spaß und die Freude zum Feiern verderben lassen. Und man kann sich ja ein bisschen, falls man wirklich jetzt sorgsam ist, beruhigen. Es wird schon sehr gut hier gearbeitet in Sachen Sicherheit und man passt schon sehr gut hier auf.